Hallo, mein Name ist Daniel Gärtner. Ich bin promovierter Sportwissenschaftler und arbeite als Dozent an der Technischen Universität in München. Nebenberuflich bin ich Fitnesstrainer, Ausbilder und Coach. In dieser Videoreihe stelle ich euch verschiedene Fitnessprodukte der Firma Kwon vor, mit entsprechenden Übungen, die ihr ganz einfach in euer eigenes Training einbauen könnt. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Kwon-Channel. Mein Name ist Daniel Gärtner. Ich bin Sportwissenschaftler und Sportlehrer. Und ich habe meine Doktorarbeit zum Thema Beweglichkeitstraining geschrieben. Und genau das möchte ich mit euch heute tun. Und zwar werden wir einfach mal spezielle Dehnübungen durchführen, die für Kampfsportler besonders wichtig sind. Wir starten zunächst nach einem lockeren Aufwärmen in der Rückenlage. Die Flexibilität in der Hüfte und im Becken ist für Kampfsportler besonders wichtig und darum starten wir zunächst mal mit der Mobilisation. Das rechte Bein einfach mal zum Körper ziehen und ganz locker in der Dynamik bewegen. Zum Körper ranziehen und wieder locker lassen. Macht es so 5-6 Mal, einfach um die Hüfte ein bisschen zu mobilisieren. Wir wechseln auf die andere Seite. Nun wechseln wir nochmal auf die andere Seite und führen mit dem Bein kreisförmige Bewegungen aus. Wir drücken das Bein nach unten zum Boden, soweit es die Beweglichkeit zulässt, und strecken es dann nach vorne wieder. Auch das wiederholen wir ungefähr 4-5 Mal. Wir wieder auf die andere Seite. Auch hier zunächst das Bein zum Körper heranziehen, jetzt nach außen drücken und ganz langsam rotieren. Nach vorne strecken und wieder zurückziehen. Auch wieder 4-5 Mal wiederholen. Nun ziehen wir das Bein diagonal über den Körper. Dazu greifen wir mit der linken Hand das rechte Bein und schieben es auf die linke Seite, während wir gleichzeitig den rechten Arm nach rechts außen zum Boden schieben. Jetzt versuchen wir mal in der Position das Bein etwas zu bewegen und wollen hier die komplette Flanke und die seitliche Gesäßmuskulatur ein bisschen lockern und ein bisschen dehnen. Wir schieben dazu das Bein langsam nach vorne unten und beugen es wieder und ziehen es zum Körper ran und drücken es wieder etwas in Richtung Boden. Auch das wiederholen wir wieder so 4-5 Mal. Wir wechseln auf die andere Seite, das linke Bein anwinkeln, wir greifen mit der rechten Hand über den Oberschenkel, den rechten Arm, den strecken wir zur Seite aus und ziehen das Bein diagonal nach rechts zum Boden. Jetzt versuchen wir das Bein ein bisschen nach vorne zu schieben und wieder zum Körper zu führen. Und wir drehen wieder zurück zur Mitte, legen die Beine gestreckt auf den Boden und atmen einfach ein bisschen nach und lassen die Bewegung und die Dehnung ein bisschen nachwirken.
Nun dehnen wir allmählich die Muskulatur. Das war speziell die Beweglichkeit, die Mobilität in der Hüfte. Und jetzt starten wir mit der Beinbeugemuskulatur, der sogenannten ischiochoralen Muskulatur. Das rechte Bein wird nach oben gestreckt. Und zunächst wollen wir einfach mal die Muskulatur an die Dehnung etwas gewöhnen. Macht den Crunch, also hebt den Oberkörper nach oben, greift entweder zum Kniegelenk, Wadenbereich oder wer nach oben kommt, zum Sprunggelenk. Und jetzt legen wir den Oberkörper nach hinten auf den Boden. Nun spüren wir hinten einen Zug in der Beinbeugemuskulatur. Und jetzt wollen wir etwas dynamisch nachpumpen. 8-mal dynamisch. Vorsichtig etwas tiefer in die Dehnung wandern und zurückziehen. Und 7 und 6 und 5 und 4 und 3 und 2. Und wir halten in der Dehnung und jetzt machen wir die sogenannte CR-Methode, Contract and Relax. Wir drücken das Bein nach vorne und halten das Bein aber mit den Händen fest für ungefähr 5 bis 8 Sekunden. Und los geht's. Noch 5. Noch 4, noch 3, noch 2, 1. Locker lassen und jetzt geht's 1-2 cm weiter. Jetzt machen wir die sogenannte AC-Methode, Antagonist Contract. Wir spannen den Gegenspieler an und versuchen das Bein, so gut es geht, hier zu halten. Aus der eigenen Körperkraft wird das Bein hier gehalten. Und jetzt könnt ihr mit den Händen noch ein bisschen gegendrücken, sodass sich der Gegenspieler noch ein bisschen mehr anspannt. Wir halten noch 5 Sekunden, noch 4, noch 3, noch 2, lassen locker und wandern sofort in die Dehnung und schon geht es wieder um 2-3 cm mehr. Und jetzt atmen wir ganz tief durch, ganz tief in die Dehnung hinein, halten noch 4 Sekunden, noch 3, noch 2, eine Sekunde, lassen los und schütteln das Bein aus. Wir wechseln auf die andere Seite. Linkes Bein strecken. Wieder nach oben anheben, wir greifen wieder, je nachdem wie hoch er kommt, legen uns nach hinten ab und ziehen das Bein zunächst mal in eine ganz leichte, einfache Dehnung. Wir gewöhnen durch das sogenannte Easy Stretch, also den ersten Dehnreiz, bis man hier eine leichte Entspannung spürt, an die Dehnung. Und jetzt geht es los mit dem sogenannten Pumping Stretch. Wir pumpen locker 8-mal dynamisch immer tiefer in die Amplitude hinein. Noch 6-mal, noch 5-mal, 4-mal, 3-mal, 2-mal, ein letztes Mal. Bleiben in der Spannung. Und jetzt wieder CR, Contract and Relax. Wir drücken nach vorne gegen den Widerstand der Hände. Noch 5 Sekunden, noch 4, noch 3, noch 2, 1. Locker lassen und nachdehnen. Wir halten wieder so 10 bis 15 Sekunden. Atmen dabei ganz ruhig und ganz tief. Und jetzt die AC-Methode, der Antagonist kontrahiert. Wir halten das Bein hier nochmal mit den Händen ein bisschen gegen das Bein. Versuchen voll gegenzuhalten, die Muskulatur maximal anzuspannen. Halten noch 5 Sekunden. 4, 3, 2 und gehen. Jetzt spürt ihr schon richtig tiefen Dehnschmerz. Bleiben aber noch, halten noch 5 Sekunden. Noch 4, noch 3, 2 und lassen los und schütteln aus. Kurz liegen bleiben, die Entspannung genießen und ein paar Mal tief durchatmen. Weiter geht es mit den Adduktoren, die Oberschenkelinnenseite. Legt dazu die Wirbelsäule flach auf den Boden. Nun winkeln wir die Beine an. Die Füße heben wir ebenfalls an, sodass das Becken wirklich komplett flach auf dem Boden liegt und hier in der Lendenwirbelsäule keine Mulde zu sehen ist. Und jetzt greifen wir mit den Händen innen vorbei über die Oberschenkel nach vorne zu den Schienbeinen bzw. Knie. Und jetzt wandern wir nach außen und ziehen quasi die Beine in die Grätsche. Wir halten noch hier wieder. Locker so 10 bis 15 Sekunden.
Und jetzt versucht ihr mal in ein dynamisches Dehnen zu wandern, indem ihr die Beine ein bisschen mehr nach unten drücken, aber gleichzeitig ein bisschen zum Körper ranziehen. 8 mal, 7 und 6 und 5 und 4 und 3 und 2 und 1. Wir halten hier und jetzt machen wir wieder die CR-Methode. Wir drücken nach vorne oben gegen die Hände und los geht's. 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3, 2, 1. Locker lassen und noch mal ein bisschen nachdehnen. Jetzt wandern wir in die sogenannte AC-Methode, Antagonist Contract. Wir greifen mit den Händen nach hinten auf die Oberschenkel und drücken jetzt mit den Beinen die Arme auseinander. Spannt die Gesäßmuskulatur ganz fest an. 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3, 2, 1, umgreifen und noch mal ein bisschen nachdehnen. Und wenn ihr jetzt in der Position die Beinbeuger etwas mitnehmen möchtet, dann streckt einfach die Beine aus und versucht hier nochmal etwas mehr Spannung aufzubauen. Entspannt liegen bleiben, Dehnung genießen, noch 5 Sekunden halten, 4 Sekunden, 3, 2, anwinkeln, locker lassen und ein bisschen entspannen. Wir drehen uns auf die linke Seite. Die nächste Übung ist für die Beinstrecker, also für den Quadrizeps und für die Hüfte, für den Hüftbeuger. Wir greifen mit der rechten Hand auf das Sprunggelenk. Der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule ganz gerade und nun ziehen wir das Bein nach hinten und schieben gleichzeitig aber, um ein Hohlkreuz zu vermeiden, das Becken nach vorne. Durch das Vorschieben des Beckens haben wir auch eine Dehnung hier im Hüftbeuger, der sogenannte Iliopsoas, und gleichzeitig durch das Hinterziehen des Oberschenkels im Quadrizeps. Ganz speziell hier im sogenannten Rectus femoris, weil der nämlich über die Hüfte zieht, während die quasi restlichen Muskeln des Beinstreckers quasi hier unten am Oberschenkel entspringen. Ja, also wir ziehen nach hinten und um die Amplitude etwas zu erhöhen, streckt man das untere Bein nach vorne aus. Und jetzt halten wir auch hier wieder ganz gemütlich, ungefähr so 10 bis 15 Sekunden, bis sich die Muskulatur an die Dehnung gewöhnt. Und nun pumpen wir etwas dynamisch nach. 8, 7 und 6 und 5 und 4 und 3 und 2 und 1, hinten halten. Und jetzt könnt ihr vorsichtig mit der CR-Methode weitermachen, indem man ganz locker probiert, gegen die Hand zu drücken und das Bein immer mehr strecken. Und jetzt drücken wir mal voll dagegen mit ganzer Kraft. Für 5 Sekunden, für 4, für 3, 2, 1, lassen los und dehnen noch mal ein bisschen weiter. Die AC-Methode eignet sich hier in diesem Winkel jedoch nicht, drum dehnen wir hier noch entspannt zu Ende, lassen jetzt los und wechseln auf die andere Seite. So, auch hier wieder ganz gemütlich hinlegen, den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule halten. Mit der oberen Hand greifen wir das Sprunggelenk. Die Beine sind möglichst parallel. Und nun ziehen wir das Bein wieder nach hinten in die Dehnung und schieben das Becken nach vorne. Das untere Bein streckt man nach vorne aus. Auch wieder hier so 10 bis 15 Sekunden die Dehnung genießen und die Muskelzeit geben, sich vorzubereiten. Und nun dynamisch nachdehnen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hinten halten und nun vorsichtig das Bein versuchen zu strecken, gegen die Hand zu drücken. Immer fester, immer mehr. Und jetzt 5 Sekunden halten. 5, 4, gegendrücken. 3, 2, 1.
1. Locker lassen und nachdehnen. Und jetzt nochmal genießen, tief durchatmen. Dehnung wirken lassen. Wir halten noch 5 Sekunden, noch 4, noch 3, 2, 1 und entspannen lassen, los. Ausschütteln. So, auch wenn es im Liegen immer so schön ist, wir richten uns auf in das Sitzen.